Tja, ich frage mich, ob ich bei der Hochzeit lächeln kann. Andererseits, wenn die beiden gemeinsam ihre Nebula gegen mich einsetzen würden, könnte ich bestimmt nicht gegen sie gewinnen. Meinst nicht? Oh, ich weiß nicht. Bände sind wie Erinnerungen, die man sein Pokémon ansteckt. Angeblich gibt es auch außerhalb der Alola-Region verschiedene Sorten Bänder. Moment, den Text kenne ich schon. Hier waren wir schon. Ja, ich erinnere mich. Hier waren wir schon. Okay, okay. Dann habe ich hier alles. Denke ich. Würde ich jetzt mal vermuten. So. Okay. Dann, aha. Ein Sticker. So, hier der Malasada Shop. Malasada heißt übersetzt so viel wie nicht ganz durchgebacken. Was für ein Name. Wenn ich mit meinen Freundinnen ausgehe, wird immer nur über Beziehungsprobleme geredet. Deshalb bin ich viel lieber alleine unterwegs. Im Moment versuche ich zum Beispiel, den Rekord im Malasada-Essen zu knacken. Okay. Ein Kerl oder eine Frau? Ah, keine Ahnung. Bevor ich mein Pokémon meine Malasadas kosten ließ, waren sie frisch gebacken. Jetzt sind sie frisch verfuttert. Ja. Was auch immer, ne? Willkommen im Malasada-Laden. Der Wiege des guten Geschmacks von Alola. Welchen Malasada darf ich dir anbieten? Ja, gib mal so einen Zucker-Malasada her. Warum nicht? Zucker! Liebe Zucker! Für Robball. So. Dann nimm bitte Platz. Ich bringe dir gleich einen frisch frittierten Malasada rüber. Okay. Wo führt das denn Robal mit dem Zuckermalasada? Robal verdrückt den Zuckermalasada. Krampf, mamp, 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 mamp. Robal ist zutraulicher geworden. Na Mensch. Wir verkaufen hier Malasadas zum Mitnehmen. Ein Maximalasada kostet 350 Poké-Dollar. Möchtest du einen kaufen? Ja, komm, gib mal her. Gib mal so viel Zucker bei mir im Chat. Der Maximalasada ist so groß, dass du ihn dir mit deinem Pokémon teilen solltest. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Jo, danke. Danke. Whatever. Bitte bei uns bald wieder. Oder auch nicht. Müssen wir mal sehen. So. Auf jeden Fall möchte ich nicht hier hin, sondern ein Haus weiter. Aber hier ist der Fotogedönsladen. Gut, da müssen wir gleich nochmal hin. So, und hier an der Polizeiwache haben wir auch einen Sticker. So, sonst noch was hier? Sieht mir nicht so aus. Dann gehen wir erstmal in die Polizeiwache rein. Gucken hier nochmal. Ei. Ich weiß zwar nicht, wie es in anderen Regionen zugeht, aber in Alola ist es immer friedlich. Die Leute hier haben bestimmt Angst, von den Schutzpatronen der Inseln bestraft zu werden. Aha. Und warum braucht es dann eine Polizei, wenn alles friedlich ist? Außerdem, was ist dann mit Team Skull? So. Ich meine, ja, die können nichts, aber friedlich würde ich das nicht nennen. Oh, naja. Hehe, pass auf, ich gebe dir einen Tipp. Von Trainer zu Trainer. Wenn du es mit starken Gegnern zu tun hast, dann gib deinen Pokémon bestimmte Items zum Tragen. Das erhöht nämlich ihre Statuswerte. Ach was. Mensch. Das ist ja ein Ding. Oh, ein Trainer mit einem Z-Kraftring. Im Alola Fotoclub kannst du dich mit deinem Lieblings-Pokémon in verschiedenen Posen ablichten lassen. Wenn du schon mal hier bist, solltest du es unbedingt mal probieren. Dann, schauen wir doch mal, vielleicht. Jetzt hast du die Gelegenheit, dich auf das Fotoshooting vorzubereiten. Berühre einzelne Optionen, um Änderungen vorzunehmen. Wenn du fertig bist, musst du die Schaltfläche Fotoshooting starten berühren. Okay. So,
jeden Fall hätte ich hier ganz gerne Makuhita. Oh, ich finde das so knuffig. Okay. Bildaufbau. Ja, Vorderansicht ist, glaube ich, okay. Oder? Nee. Wir gucken uns an. Yo. Sagt mir Info. Ach so. Das ist das. Okay. Lass dein Pokémon Posen machen, um das perfekte Foto zu schießen. Okay. Dann gucken wir doch mal. Betätige diesen Schalter, damit dein Pokémon entweder eine niedliche oder eine entschlossene Pose einnimmt. Berühre den Posierknopf, um dein Pokémon posieren zu lassen. Du kannst den Knopf auch mehrmals berühren, um herauszufinden, welche Posen dein Pokémon beherrscht. Gut. Berühre den Aktionsknopf, um eine Animation auszuwählen, die deine Spielfigur ausführen soll. Drücke danach den Wiedergabeknopf, um diese abzuspielen. Berührst du diesen Knopf während der Wiedergabe erneut, wird die Animation an der aktuellen Stelle angehalten. Über die Schaltflächen am linken Bildschirmrand kannst du verschiedene Menüs aufrufen, um das Bild zu bearbeiten. Die oberste Schaltfläche öffnet das Aufnahmemenü. Mit der untersten öffnest du die Kameraeinstellungen, wo du unter anderem die Position der Kamera ändern kannst. Okay, what the heck? Dann gucken wir doch mal. Ist das die einzige, die du kannst? Ja, scheinbar. Und hier? Nee. Jo, okay, ändern wir mal die Pose. So, was haben wir hier noch für Einstellungen? Hier kannst du die Kamera einstellen. Nutze die Schieberegler, um Folgendes zu ändern. Zoom, Kamerahöhe, Kameraposition, bla. Okay. Näher. Nein, nicht ganz so nah ran. Dann vielleicht doch nochmal ein bisschen höher. So. Okay. Jo, unser Satz Fotos geschossen. Na Mensch. Jedes Mal, wenn du auf den Auslöser drückst, werden 6 Fotos geschossen. Markiere danach alle Bilder, die du speichern möchtest, indem du sie berührst und bestätige mit OK. Jo, den können wir nehmen, den können wir nehmen und, dabei belassen wir es. Jo. Machen wir mal. Makuhita wirkt glücklich, na. Geht doch. So. Okay. Oh, sehr schön. Ich mag deine Fotokünste. Erst für ein Geschenk, damit du dir deine Fotos jederzeit ansehen kannst. Ein Bilderalbum. Na Mensch. Wer hätte es gedacht? Das Bilderalbum findest du im Spielmenü, das du mit dem X-Knopf öffnen kannst. In deinem Bilderalbum kannst du Fotos, die du geschossen hast, mit Hilfe von Deko-Elementen das gewisse Etwas verleihen. Wenn Fotos, die du verziert hast, über dein Bilderalbum teilst, können sie von allen Spielern, die deinen Festival Plaza besuchen, gesehen werden. Oh nee, der Festival Plaza, stimmt, den gibt's auch noch. Okay. Möchtest du deine neuen Fotos gleich mit ein paar Deko-Elementen verzieren? Nein. Ich werde diese Funktion wahrscheinlich niemals nutzen. Kein Problem, du kannst sie auch später mit Deko-Elementen versehen, indem du sie in deinem Bilderalbum auswählst. Wenn du verschiedene Orte besuchst, erhältst du zudem dank Rotom allerlei neue Hintergründe. Du solltest also unbedingt wieder bei uns vorbeischauen, wenn du auf deinen Reisen eine neue Insel erkundet hast. Ja, okay. Tschüss. Lass mich raus hier.
Hey, Riku! Hä? Was ist los? Oh, schon ein Mizunder. Mensch. Der hat trainiert. Ja, das PSS war weitaus besser. Finde ich auch. Du und Mabula habt im Alola Fotoclub sich ein gutes Bild abgegeben. Aber jetzt geht unsere Inselwanderschaft weiter. Nächster Halt Akala. Jo, los geht's. Ich verzichte erstmal auf Fotoshootings und Deko-Elemente. Ich würde bestimmt viel zu viel Zeit damit verbringen, Mizuna perfekt in Szene zu setzen, weißt du? Ich will dich nicht zu lange warten lassen. Yo. Ich bin schon total gespannt, was uns auf der nächsten Prüfung erwartet. Finden wir es heraus? So schaut's aus. Riku, Tani, ihr kommt genau richtig. Meine Yacht ist bereit zum Ablegen. Also was das Thema angeht, um ehrlich zu sein, würde ich viel lieber auf dem Rücken von Mantax nach Akala reisen. Und ich hoffe, dass Riku mir dabei Gesellschaft leisten wird. Aber die Yacht! Eine freaking Yacht! Komm schon, stell dir nur mal vor, wie toll es sein muss, auf Mantax Rücken zu surfen. Die alte Yacht von Professor Kuki sieht außerdem alles andere als seetüchtig aus. Verstehe. Dann will ich mal nicht so sein, Tali. Dass du dir lieber von einem Pokémon helfen lassen willst, zeigt, dass du es verstanden hast, worauf es bei der Inselwanderschaft ankommt. Yippie! Danke, Professor. Dann sehen wir uns auf Akala. Riku, ich warte am Big Wave Beach bei Route 2 auf dich. Yacht? Yacht? Ist viel luxuriöser. Riku, darf ich dich um etwas bitten? Ja, klar. Ich möchte Nebby helfen, in seine Heimat zurückzukehren. Ich hatte dir ja schon davon erzählt, dass mein kleiner Freund mich aus einer sehr brenzligen Situation gerettet hat. Stimmt, hast du. Deshalb möchte ich ihm nun helfen. Aber da ich kein Pokémon-Trainer bin, kann ich alleine nicht viel ausrichten. Deshalb benötige ich deine Hilfe, Riku. Das muss ich sehr selbstsüchtig anhören, ich weiß. Natürlich helfe ich dir. Vielen Dank, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sonst hätte ich nämlich nicht weiter gewusst. Dann würde ich sagen, wir treffen uns auf Akala, der nächsten Insel, wieder. Jo. Und ich darf echt nicht mit der Yacht mitfahren. Menno. Tali, du bist ein Idiot. So. Habe ich es ausgesprochen. Aber ich will hier auch mal noch kurz hier entlang. Denn ich habe dann TM gesehen. Wiederhall. Ja, okay. Okay. Nicht unbedingt die interessanteste TM. Aber trotzdem eine TM. Und allen TMs wird Beachtung geschenkt. Okay. Du bist hier einfach nur eine Hauswand, die nichts bringt. So. Bei uns wächst selbst in der Stadt hohes Gras. Das fördert das Zusammenleben mit Pokémon. Die Zäune um das Gras herum werden von Captain Elima und seinem Farbigel in Schuss gehalten. Ja, ja, unser Captain ist eben sehr auf Details bedacht. Jo. Whatever. So. Auf zur Yacht! Ich habe keinen Bock, auf Mantax Rücken zu reiten. Außerdem ist hier noch ein Sticker. So. Den wollten sie mir nämlich vorenthalten. Das Wichtigste ist die Verteidigung. Wenn du das Item X-Abwehr einsetzt, sinkt der Schaden durch gegnerische Angriffe. Hier hast du ein Exemplar. Sieh zu, dass du es einsetzt. Ja, wenigstens sind die X-Items jetzt auch sinnvoll, indem sie die Statuswerte um 2 Stufen erhöhen und nicht nur um 1. X-Abwehr erhöht den Verteidigungswert eines Pokémon um 2 Stufen. Damit wird jeder Angriff abgemildert. Kommt auf die Kraft des Angriffs an. Man muss das Item X Angriff nutzen, um seinen Gegner zu bezwingen, bevor er einen Kampf unfähig machen kann. Hier, ich gebe dir... Entschuldigung, ich gebe dir ein Exemplar ab. Setz es auf jeden Fall ein, hörst du? Okay. X Angriff erhöht den Angriffswert eines Pokémon um 2 Stufen. Damit haut es jeden Gegner um. Jo. Dann gucken wir mal kurz hier rein. Ist doch sicherlich auch noch irgendwo ein Sticker. Ich kenne doch das Spiel. Nein? Keine Sticker? Was?
Unsinn. Ah. Ach, du hast ja einen Z-Kraftring. Kannst du damit den Getränkeautomaten reparieren? Haha, das funktioniert natürlich nicht. Aber schön wär's. Ach, ist das der Rotom-Pokédex? Den sieht man ja auch nicht. Den sieht man ja noch nicht so oft. Ist da auch wirklich ein Rotom drin? Bzzzt, hat mich jemand gerufen? Tatsächlich ein Rotom? Hey, vielleicht kannst du uns mit dem Getränkautomaten helfen. Ey, kannst du ihn reparieren? Claro, bzzzt. Huch, und schon ist es in den Automaten geflitzt. Bzzzt, bzzzt. Oh, im Getränkeautomaten vollzieht es also keinen Formwechsel. Du kennst dich mit Rotom aus? Weißt du, ich habe mal an einer Erweiterung für den Pokémon-Sucher mitgewirkt. Erledigt. Bzzzt. Ach, da ist ja da ist Rotom hier wieder. Mal sehen, ob es erfolgreich war. Tatsächlich, ein Tafelwasser. Tja, Mensch. Nanu, das ist ja lauwarm. Aber ohne Rotom hätten wir gar nichts. Ja, nimm du es. Ihr habt es euch verdient. Danke für das Tafelwasser. Aber schon faszinierend, was Rotom drauf hat. Sein Potenzial scheint geradezu grenzenlos. Heute feiert es seinen großen Auftritt als Pokédex. In welche Geräte schlüpft es wohl als nächstes? PC-Boxen vielleicht? Das wäre mal interessant. Ein Getränkautomat mit Tafelwasser für 200 Pokédollar. Vielleicht ein andermal. Oh, ein Kunde. Willkommen, willkommen. Sieh dir nur in Ruhe die Souvenirs an. Mehr kannst du hier ohnehin nicht tun, denn keine der Waren steht zum Verkauf. Was? Barschen? Pff. Hey, na? Es tut mir fürchterlich leid, aber momentan ist der Fährbetrieb wegen einer Inspektion eingestellt. Toll. Gibt jemand noch was? Hallo, das ist einfach toll. Hier, hier kann man sogar auf dem Rücken einiger Pokémon reiten. Oh mein geliebtes Alola, endlich liege ich in deinen Armen. Okay. So. Schauen wir mal doch mal. Ich habe da gerade so in meinem Chat gelesen, dass es hier noch einen zweiten Sticker gibt. Und das habe ich noch schon gesehen. Hi. Das Meer der Alola-Region ist groß und weit, aber die Fähre transportiert dich mit atemberaubender Geschwindigkeit zur Nachbarinsel. Aha. Na denn. Hey, ihr zwei. So, Sticker. Und Supertrank. Yay. Mensch. Und, da kein Alarm mehr kommt, ne, kann es sein, dass ich sowas mal verpasse. Aber Shadow, vielen Dank fürs Follow. Ihr seid immerhin auf Inselwanderschaft. Da solltet ihr alles Mögliche ausprobieren. Und dazu gehört natürlich auch das Mantax-Surfen. Die nächste Insel ist so weit entfernt, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Toll. Wir müssen noch Mantax hin surfen, ja? Super. So wie du aussiehst, wollen dich alte Damen bestimmt ständig in die Wangen kneifen. Hör mir auf damit. Hör mir damit auf, ey. Naja. So. Dann wollen wir doch mal hier ein bisschen durchdüsen. Hier waren wir, ja. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf den ersten Blick. Das ist ja ein Inselwanderschaftsabzeichen. Und dazu besitzt du auch noch die Z-Kristalle Normium-Z und Battalium-Z. Du hast mit anderen Worten also sowohl Ichlimas Prüfung als auch die große Prüfung von Hala erfolgreich abgeschlossen, stimmt's? Ja, ich habe auch ein Aerium-Z. Warum ignorierst du das? Meinen Glückwunsch. Ist ja wunderbar. Wenn ich mich vorstellen dürfte, mein Name ist Heinrich Eich. Ich bin Pokémon-Forscher und untersuche unter anderem die Herrscher-Pokémon in Alola. Fragst du dich nicht auch, warum Herrscher-Pokémon im Vergleich zu ihren herkömmlichen Artgenossen so auffallend groß sind und was es mit dieser besonderen Aura auf sich hat, die sie umgibt? Aber klar doch.
Alles andere hätte mich auch sehr gewundert. Dann spitz mal schön die Ohren. Ich möchte, dass du bestimmte Sticker für mich sammelst, für die du dann im Gegenzug ein Pokémon erhältst, das einem Herrscher-Pokémon ähnelt. Deshalb werden diese Sticker auch Herrscher-Sticker genannt. Du kannst sie hier unter deiner Alola finden. Zieh sie einfach ab und sammle sie. Zeigst du mir 20 Herrscher-Sticker, erhältst du von mir einen Magnus Spector. Ich zähle auf dich, Riku. Immerhin bist du der Trainer, dem Professor Kukui eigens sein Rotomann vertraut hat. Wie wunderbar! Bzzzt. Ich mach mich dann mal wieder auf zum Kantai-Strand auf Akala. Schwing dich einfach auf meinen Taxi und komm rübergesurft, wenn du meine Hilfe brauchst. Ja, ja, ist gut. So, und da fällt mir ein, ich habe den Surfer hier noch gar nicht bekämpft. Als ich den da gerade so im Hintergrund hab stehen sehen, ist mir das wieder eingefallen. Dann wollen wir doch mal kämpfen. Auch wenn wir jetzt ein paar Level über ihm sein sollten. Alola Mädchen auf Inselwanderschaft, hast du noch nie einen Surfer gesehen? Doch, habe ich. Ich finde es immer lustig, wenn Surfer von einer Welle erwischt werden und zurückschwimmen dürfen zum Strand. Protogel finde ich jetzt nicht so toll. Tatsächlich. Aber trotzdem, es ist nur Level 9. Es ist nur Level 9. Und es ist geflincht. Ja gut. Ja gut. Das Viech hat einfach mal keine Chance, irgendwas zu tun. Protogel braucht eine Megaform. Ich surfe auch, wenn mir mal nicht nach Surfen ist. So ist das, wenn man ein Surfer ist. Aha. Na. Wenn du meinst. Wenn du meinst. So. Mal nochmal schauen. Nicht, dass ich hier noch irgendwo einen Sticker übersehen habe, aber nee. Gut. Hey, na. Hallo Tali. Oh, seid ihr zwei etwa Freunde? Ja, aber nicht nur das. Wir sind auch zusammen auf Inselwanderschaft. Ja, und unser nächstes Ziel ist die Insel Akala. Oh, dann habt ihr also den alten Hala besiegt? Ich bin mir sicher, Mantax wäre es eine Ehre, euch auf seinem Rücken tragen zu dürfen. Super! Und was müssen wir machen, um aufzusteigen? Sprich mal Tags einfach an. Mhm, okay. Aber... war hier noch gar nicht. Hier versteckt sich doch bestimmt auch wieder irgendwas. Natürlich. Zum Beispiel... ein Schlohkraut. Ja, warum nicht? Einfach mal so ein Schlohkraut. Als Surflehrerin hat man kaum was zu tun, weil alle Surfer sofort von alleine Kunststücke hinlegen. Okay. Ufer starte ich an. Tja. Schau nochmal, ha? Huh? Huh? Punkt, Punkt, Punkt. Ich wollte es nicht nochmal anschauen, aber gut. Nach rechts drehen. Ne? Genau. Ufa möchte mehr mit dir spielen. Nach links drehen. Jui. Anschauen. Ne? Wackelt vor Freude mit dem Körper, Mensch. Guck, guck. Aha. Jo. Tschüss, Goofer.